Hallo Jungs, und wir sind jetzt soweit. Ich mache das erste und ich habe was Falsches gezeigt. Also es ist deutsches Unboxing über ein mietabonniert Auto, aber es ist kein deutscher, es ist ein Österreicher. Sorry Dennis, ich habe was Falsches erzählt auf dem anderen Video. Und der Dennis, der hat uns zwei, nicht einer, sondern zwei Autos gesendet zur totalen Revidierung und das wird alles auf Deutsch gemacht. Wir haben hier, ich schaffe es nicht dran, ist nämlich so riesig, dass ich sie nicht auf den Pult legen kann. Übereingepackt zwei X-Max, ihr habt es richtig gehört, zwei X-Max Chassis. Hey, wie viel Decke hast du? Kuschelig, eine behalte ich. Zwei X-Max bekommen hier. Natürlich, wie ich es den Franzosen gesagt habe, auch, wenn ihr mir was sendet, macht es einfach so leicht wie möglich. Das heißt, wenn es nicht braucht, also Räder, Drap, Funke weg, Karosserie weg und alles, was Platz braucht. Das heißt zum Beispiel, wenn ihr eine große Stoßstange hat oder so Sachen, abmontieren und mir nur senden, was ich brauche zur Arbeit. Diese zwei X-Max haben gut gedient. Der Dennis und sein Kumpel hatten riesen Spaß damit. Und es ist jetzt Zeit, sie ein bisschen zu kuscheln, damit sie so weiterfahren können. Ich mache jetzt das mal ein bisschen sanft weg, dass ich es wieder brauchen kann. Weil der hat ja auch gemacht, was ich gesagt habe. Das heißt, wenn ihr mich was sendet, um revidieren oder reparieren, oder ein Video drüber zu machen, denkt daran, die Schachtel und die Verpackung, die ihr mich sendet, muss das Zeug wieder behalten können, um retour zu fliegen. Danke nochmal, Benedikt, für die Castens. Also, hier haben wir einen von den zwei Kinder. XC90 Stecker. Sehr gut gemacht. Ich sage es immer wieder, macht XC90 Stecker drauf oder EC5 oder was Fetteres noch. Die Original Traxxas Stecker sind der Grund dafür, da bin ich überzeugt, dass die Regler andauernd schmoren. Jeder, der ich gefahren haben sehen mit den Stock Stecker, hat irgendwann mal den Regler verbrötelt. Ich habe 4 X-Max, ich hatte im Gesamt 6 oder 7, sogar 6S. Ich habe kein einziger Regler verbrötelt. Also, der 1275 kV Motor ist auch super. Ich habe auch noch keiner gekillt und keiner gehört, den speziell gekillt hat. Außer natürlich die eine 50er Ritzel montiert haben auf eine 50er Hauptzahnrad und so weiter. Traxxas ist natürlich immer schade, die Schrauben, die rosten. Deswegen gibt es ja von der Schraubenwerkstatt hier, ihr habt mehrere Möglichkeiten. Ihr habt, das ist sogar ein Witz, Modellwerkstatt.Österreich. Ja, ihr habt es richtig gelesen. Die Autos kommen aus Österreich und ich habe, also das ist jetzt mein Ersatz, der gebe ich Ihnen nicht. Habe mir ein paar Schraubensatz bestellt aus Österreich. Es gibt, ihr habt die Wahl, Inox-Schrauben. Denkt daran, die Inox-Schrauben sind weicher als Stahlschrauben. Die biegen sich, also sind sie nicht überall willkommen. Sieht natürlich geil aus. Dann gibt es die brünierten Stahl. Die sind härter als Original. Rosten auch nicht. Natürlich, wenn sie zwei Tage im Wasser liegen, rosten sie doch ein bisschen. Und es gibt die ICR von der Schraubenwerkstatt in Deutschland, die Torx-Kopf haben, die Inox sind und noch härter als die Originalschrauben. Diese X-Max hier sind noch alles Stock drauf. Wir checken natürlich, also wir nehmen, weil die Lager haben dasselbe Problem als die Schrauben. Das heißt, die Lager rosten. Wenn Wasser in den Lager reinkommt, rosten die Kugeln, rostet die Ummantelung und dann kratzt das Zeugs und macht das Zeugs müde. Die haben Flutter gesehen, Kieselstein, alles mögliche, sind gut gebraucht worden, sind immer noch Top-Zustand und ich kann sagen, der Dennis, der fährt nicht wie ein Wilder. Seine Antriebswellenüsse sind
kaum markiert. Das ist sehr gut. Das heißt, er kann sanft anfahren. Ich habe viele Leute gesehen mit X-Max, die nach 3 Monaten mehr Schaden an Antriebswelle und Antriebswelle-Mitnehmer hatten, als ich in einem Jahr, obwohl ich 12S war, weil einfach zu brutal mit dem Gas. Autos sind keine Benziner, ihr braucht nicht das Gas abzureißen. Das ist wie beim Schießen, langsam andrücken und abfahren. Das war's. Also, der hat auch von NordRC die Front- und Heck-LEDs dran. Ich bin übrigens sehr zufrieden damit. Sie sind sehr widerstandsfähig und wirklich wasserdicht. Sie sind sehr gut gemacht. Nichts kaputt an dem Ding. Es ist nicht gebrochen. Dual Case, Stoßdämpfer, Brücke, nichts hat etwas abgekommen. Alle Stoßdämpfer funktionieren noch schön weich. Wir haben hier, ich komme mal näher ran. Also ich blabbere dort hinten in der Ecke und ihr seht überhaupt nichts. Wir haben hier köstlich Rost. Yeah! Aber es funktioniert immer noch. Das Ding dreht. Es ist einfach ein X-Max. Das ist toll daran. Ich muss sagen, der X-Max war ich skeptisch am Anfang. Wegen Kopfgeschwindigkeit, ein bisschen auch so gerade am 6S, wegen den Antriebsstrang. Die haben es natürlich verbessert am 8S. Am 6S gab es natürlich ein paar Tiefkranzprobleme mit den Brüchen. Aber am 8S ist mir noch nichts passiert mit dem Stock-Differential. Die Dämpfung ist gut gemacht, alles ist gut gemacht in dem Auto. Natürlich gibt es immer ein paar Sachen zum Verbessern. Es gibt Leute, die, alles Kunststoff, Hilfe! Kunststoff ist gut, weil Kunststoff verformt sich und geht wieder zurück in die Form. Und da Traxxas viele kleine Plastikzellen aneinander gebaut hat, ist es irgendwie ein echtes Auto. Im Fall von Crash verbiegt sich alles und nur ein Teil am Schluss kostet es. Und das gibt sehr billige Reparaturen. Um zu verbessern, braucht man bessere Lager. Die kriegen wir bei uns bei Kensen. Ganze Satz Inox-Lager mit Inox-Kugeln. Schrauben von Österreich. Und wenn man heftige Sprünge macht, vielleicht mal die Titanium-Stoßdämpferachsen. Und das war's. Der Rest rate ich euch Stock zu lassen. Macht kein Alu-Querlenker dran oder so. Das ist alles viel zu hart. Dann bricht ihr irgendwann mal die Bulkheads aus oder so. Natürlich für einen, der nur rumspaziert, kann er überall Alu reinmachen. Das ist kein Problem. Aber sonst für Rumbashen ist Kunststoff einfach das Beste. Problem von einem flachen Chassis ist immer beim Sprung, dass er sich irgendwann verbiegt. Die Antriebswelle in ihn kommt fest an. Man zerreißt die Bulkhead vom Chassis, weil die sind aus Kunststoff, die Bulkheads, die auf dem Alu geschraubt sind. Das reißt alles aus. Und so ein Chassis hier kann sich in alle Richtungen verbiegen. Und es kommt wirklich nicht viel vor, dass man große Teile, teure Teile daran kaputt macht. Ihr habt es gesehen auf meine Videos, Ding springt 100, 200, 300, 400, 500 Mal ohne jegliches Problem. Außer da, wo ich es natürlich übertrieben habe. Und nichtsdestotrotz sind die Schaden immer gering. Jetzt packen wir mal schnell den anderen aus, für mal reingucken, wie der aussieht. Ob der besser aussieht oder schlimmer oder was. Also, komm her mal kleiner. Also auf jeden Fall ist dies ein Beispiel, wie der Dennis das Zeugs eingepackt hat. Ich weiß ja nicht mal, wo der Anfang ist, also machen wir mal einfach. Machen wir mal die Mitte auf. Und so kann ich es einfach wieder zumachen für den Retourweg. Also den Rückweg, Retourweg. Also. Kleiner. Und was man noch verbessern kann, ist zum Beispiel von RPM, dieser vordere Teil hier von der Stoßstange gibt es von der RPM. Das rate ich drauf zu machen, ist super gegen Aufprall.
natürlich Karo ein bisschen verbessert. Ich bin jetzt am Probieren vom T-Bone Racing von den Überrollbügel für die Karo. Kostet aber 70 Euro, ist ein bisschen teuer, aber wenn es was aushält, ist es toll, weil da kann man selber lackierte Karo fahren. Und ich kriege auch von RC Maniacs, ich habe tatsächlich gehört, Karosserien, damit man sie mal probieren kann. Und die sind dann hier verfügbar direkt, weil natürlich das Problem, wenn man in Russland bestellt, geht es ein paar Wochen. Es gibt dann Probleme mit Zoll und das mache ich alles. Es wird dann alles gebügelt und die Karo könnt ihr dann direkt hier sofort in einer Woche haben zu Hause. Das nennt man Hand-in-Hand-Arbeit und das mag ich. Also, wir haben hier drauf, da habe ich gesehen, eine kleine Modifikation. Der hier hat einen einstellbaren Servohorn drauf und Metall. Servogetriebe schaut da raus, das sehen wir dann beim Auseinandernehmen. Der hat ein Metallservo und bei dem sieht man es nicht. Also der ist wahrscheinlich noch original, aber das sehen wir alles beim Ausbau. Genau selbe Problem wie beim anderen, natürlich alle Schrauben sind rostig. Antriebswerkzeugs, der hier hat von Michelin Offroad Fett bekommen. Wieso weiß ich das? Weil hier alles weiß ist, nicht unbedingt Michelin Fett, aber das Offroad-Fett hat das Problem, dass es nicht sauber ist. Es ist super gutes Fett. Es macht eine Schicht drauf. Es ist wirklich rutschig, aber wird weiß. Das ist ein bisschen schade, aber es funktioniert gut. Also Dennis, deine zwei Autos werden hier mit Liebe und Vorsorge vorbereitet. Wir reden dann miteinander, was du alles noch drauf willst. PM-Stoßstangen, Nitrit, Zeugs für die Stoßdämpfer oder nicht. Was du als Schrauben drauf willst. Oh, der Lager hier hat Mühe. Das ist das erste Mal, dass ich ein Lager sehe, von einem, der so ausgeschüttelt ist am Heckrätschen. Das ist normal. Der ist am Ende. Also normal. Der ist abgenüsst, aber dreht gut für das Heckrätschen. Ist kein Problem, aber der ist fertig. Jungs, bis bald. Also ich sage immer bis bald. Es geht immer eine bis zwei Wochen manchmal, bis die Videos rauskommen, bis sie dann online sind, weil ich bin kein Videomacher. Ich bin ein RC-Freak. Ich kenne mich so in Sache Montage nicht super aus. Es braucht Zeit, bis alles gemacht ist, weil ich weiß nicht, wie ich das Format wechsle für schneller Aufladen auf YouTube. Ich habe auch keinen Trick, damit meine Videos ganz oben in den Playlisten sind, dass man hier drauf geht. Und ich mache keine scheiß Titel drauf, damit die Leute draufklicken. Oder ich mache auch keine Tussi drauf, dass die Leute eine halbe Million mal draufdrücken, weil nur eine Tussi auf dem Video ist. Oder so blöde Sachen. Die eine Frau sehen wollen, sollen auf eine Porno-Website. Ganz einfach, hört auf, RC-Videos zu machen mit Frauen drauf. Mit einem kleinen bisschen Stück Brust raus, damit alle draufklicken. Finde ich scheiße. Unnötig. Und ja, das ist so. Jungs, wir sehen uns, wenn die Dinger auseinander sind oder beim Auseinanderschrauben sogar. Und wie es da drin aussieht. Ich muss jetzt schon lachen, wenn ich den Rost sehe, der, diese Karre auf den Antriebswellen hat, des Zeugs. Ich kenne da zwei, die wirklich Spaß hatten, rumzuwühlen mit dem Dinger. Und für das ist das Auto auch gemacht. Tschüss Jungs, bis bald.